Heute nehme ich euch mit zum Einkaufen, allerdings muss ich vorher noch was essen, denn bekanntlich sollte man nicht mit leerem Bauch einkaufen gehen. Folglich habe ich mir auch was vorher gegessen und ja, habe dann die Tasche in die Hand genommen und auch den Müllsack, weil der ist ja auch wieder fällig gewesen, runterzubringen. Nehme ich allerdings in der Regel immer mit runter, bevor ich jetzt irgendwo hingehe oder so und weiß, dass der Müllsack voll ist, dass das dann auch immer hier clean ist, weil man muss hier nicht den Müll in der Wohnung stapeln, aber gut, wir sind dann mehr oder weniger, haben wir dann den Schlüssel genommen, Tasche, Müllsack und dann halt kurzerhand geht das dann auch schon wieder weiter. Ja, auf jeden Fall müssen wir erstmal so den Treppengang runterlaufen. Dann haben wir dann erstmal fix in den Briefkasten geschaut, ob da auch mal wieder negative Post drin ist. Ja, anhand meiner Blicke kann man schon sehen, dass da wieder eine tolle Post drin war. Folglich, ja, bin ich dann runter, hab den Müll runtergebracht. Auf dem halben Wege aber wieder aufgefallen ist, ja, der liebe Agent kann nochmal retoure gehen, denn er hat mal wieder sein Portemonnaie vergessen. Ja, und bekanntlich kann man ohne Bargeld natürlich nicht in den Laden gehen. Also bin ich natürlich kurzzeitig zwischendurch wieder retoure. Und bin auch wieder zurück zum, also zum eigentlichen. Eigentlich wäre ich schon längst beim Lidl gewesen, aber gut. Ja. Ja, falls ihr euch in diesem Video wundert, warum ich euch in dem Fall die Preise nicht so zeige, ich darf es nicht in der Filiale, ich kriege sonst Ärger, wenn die rauskriegen, wo das ist. Ja, muss halt gucken, sonst muss ich das halt über Prospekt oder sowas machen. Ich darf das nicht so zeigen, weil wenn dann rauskommt, wo das halt wie gesagt ist, könnte das dolle Ärger geben. Und ich könnte gegebenenfalls auch ein Ladenverbot bekommen, wäre in meiner Lage nicht sonderlich förderlich. Und deswegen ist das ein bisschen auf schnell überspulen, halt dieser Einkauf, weil das einfach nicht anders geht. Und ich habe halt auch keinen Bock auf irgendwelchen Ärger mit irgendwelchen Leuten. Das muss ich einfach sagen. Ich gehe schon jeglichen We Ärger aus dem Weg. Springt schon auf diverse Provokationen nicht mehr an. Und bevor das irgendwie noch weitere Krisen noch hervorbringt, wegen meinem Content, muss ich euch leider sagen, kann ich das dann nicht mehr machen dann. So, da es ja auch leider so tolle Volksverräter gibt, die auch gerne einen verpetzen wollen und anscheißen gehen wollen, will ich damit da gleich den Wind aus den Segeln nehmen. Ist nicht vom Vorteil und ja, ich finde das einfach nicht geil. Genau wegen solcher Leute kann ich dann gucken, wie ich mein Content mache. Ne, das ist, weiß ich nicht. Manche haben echt was mit der Membrane. Ne? Einfach mal gönnen und selber mal besser machen. Ne? Bevor man jetzt irgendwie Neid oder sowas gegen wen hegt. Meine Güte, ich verstehe nicht, was das so schwer ist, anderen Erfolge zu gönnen, in jeglicher Hinsicht. Und ja, da kommt man echt zum Thema gönnen. Ne? Ich weiß, dass viele missgünstig sind, aber ich finde, aufgrund der schweren Zeit ist das eigentlich noch schlimmer geworden wie alles andere. Ich meine das nicht böse und ich bin grundlegend eigentlich auch kein böser Mensch. Wenn selbst meine Therapeutin lacht über wie ich die Dinge erzähle und sie sich gefühlt schon kugelig lacht, dann weiß ich auch nicht. Dann scheine ich auch irgendwas verkehrt zu machen. Ja, es ist immer wieder traurig, dass mich ich so verhalten muss. Leider Gottes, dass man immer aufpassen muss, so extremst. Und nicht nur aufpassen muss wegen Content, wie man was macht, aufpassen muss, wie man in sein Leben lässt. Alles auch so Sachen, die einfach nicht so wirklich cool sind. Einige finden das ja super lustig, irgendwen zu schaden oder sonstiges. Ich sag dazu nur, Karma rechnet sowieso immer mit den Leuten ab, die anderen bewusst schaden wollen. Das möchte ich jetzt hier auch nochmal bei erwähnen. Soll nicht heißen, dass ich irgendwie jemand bin, der schadenfreudig ist oder
sich an dem Leid anderer aufgeilt. Ne? Ich bin auf einer Weise schadenfreudig, ja, aber nicht so, dass ich mich an dem Leid anderer aufgeilen muss. Ne? Gehört sich einfach nicht. Ne? Und ganz ehrlich, es gibt halt auch Menschen, das möchte ich einfach auch nochmal sagen, die sind eigentlich auf eine Weise zu bemitleiden. Ne? Eigentlich ist das richtig traurig, wie die heutige Gesellschaft miteinander umgeht. Und darum habe ich das auch als Ziel, beziehungsweise ist das auch teils meiner Aufgabe, in manchen Communities so ein bisschen darüber zu gucken und halt auch für Ordnung zu schaffen und für Ruhe. So dass der Umgang gepflegt ist, respektvoll ist und jeder halt auch Spaß dran haben kann, wenn er möchte. Oder wenn sie es möchte. Weil wir sind nämlich nicht Menschen und ich finde einfach, ein Miteinander ist viel schöner als ein Gegeneinander. Also gegeneinander. Das habe ich auch heute mit meiner Therapeutin auch so gesagt. Hab auch ihr gesagt, dass die Leute das gut finden, dass ich das ändern tue. Und wenn ich irgendwas mir auffällt, dann knalle ich das den Leuten an den Kopf. Ich weiß, dass es manchmal nicht schön ist. Aber ich sage es halt auch, wie es ist. Lieber die Wahrheit, die vielleicht mal kurz wehtut. Etwas, was man vielleicht nicht unbedingt hören möchte. Aber dann weiß man wenigstens, woran man ist. Und was man ändern kann, damit andere wieder zufriedener sind. Denn man kann so viel beitragen und Beitrag leisten, damit der Frieden gestellt ist. Das muss man nicht immer verstehen. Warum ich da so auch auf Deeskalation bin, Menschen meide, auf Abstand gehe. Sobald, wenn das sowieso in die richtige, in die toxische Richtung geht, warum ich da auch so abweisend bin. Ich muss einfach dazu sagen, wenn man, sag ich mal, ein halbes Leben gelitten hat. Und was ich damit meine ist, wenn Kindheit schon scheiße genug war. Ja, und man es da schon nicht wirklich einfach hatte, sei es Schule etc. pp. Die Jugend. Das gesamte Gesamtbild. Wie das Leben überhaupt angefangen hat. Dann weiß ich nicht, ob man dann noch Menschen braucht, die es einem noch schwerer machen, sich in der Gesellschaft zu integrieren. Irgendwo, sag ich mal, eine gesellschaftliche Stellung zu finden und diese auch zu halten. Ich weiß, dass manche damit auch Probleme haben. Aber ich weiß auch, durch andere kann man lernen. Und man kann besser werden, wenn man es will. Und wenn man lernfähig ist. Es gibt natürlich auch Menschen, die bleiben kleben. Und die wachsen auch nicht. Die finden das super lustig. Andere emotionale, also nicht emotional, aber andere Leute in der Geeklauer zu sein, beziehungsweise Vampire zu sein und anderen die Energie auszusaugen. Ne? Weil sie ja selber mit sich nicht im Reinen sind. Vieles halt auch immer, was ich den Menschen gebe. Und daran erinnere ich mich jeden Tag immer, was ich selber will und was ich nicht will. Es ist nicht verkehrt, wenn man Leute hat, die zu einem halten und auch eine gewisse Stabilität geben und Sicherheit. Was nicht unbedingt gut ist, wenn man Leute hat, die eine gewisse Instabilität darstellen und nicht nur eine Instabilität, Energievampire sind, und einen komplett aussaugen. Und da kommt man auch schon zum Kern des Ganzen, vom Konstrukt. Das sind halt wirklich Leute, die gar nichts haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das ultra traurig, wenn das vor allen Dingen auch ein Mensch ist, der oder die, ne, ist ja auch egal, ich erwähne jetzt keinen, kein stabiles Umfeld hat. Dazu gehören halt auch Freunde, nicht nur Familie. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man immer irgendwo Leute hat, an die man sich wenden kann. Außerhalb der Familie. Denn auch wenn man Familie hat, man weiß nie, wann man alleine da steht.